Hallo, ich bin Daniele Biffi, Personal Trainer in Berlin und heute zeige ich dir 6 verschiedene Übungen, damit du schneller laufen kannst, besonders am Start. Ja, wir machen Schnellkraft und Sprungkraft und diese Übungen sind natürlich sehr wichtig, besonders für deinen Start. Übung Nummer 1. Übung Nummer 1 ist das hier. Ja, du bleibst in dieser Position, der Körper ist 180 Grad und dann machst du so. 1, 2, 3, 4, 5 und machst du Serien, 3 oder 5 Serien mit 20 Wiederholungen. So, Übung Nummer 2. Übung Nummer 2 ist das hier. Du machst eine Liegestütze. 1, 2 und dann startest du. Ja, das ist natürlich auch eine super Übung. Einmal startest du mit rechts, einmal startest du mit links. Ja, und da kannst du die 10 Wiederholungen machen. Okay? Übung Nummer 3. Übung Nummer 3 ist das hier. Wir brauchen sowas. Und du kannst natürlich so eine Übung machen. Du siehst, was ist wichtig ist, ist das natürlich, dass du die drei Ecken, 1, 2 und 3, die müssen 90 Grad sein. Ja? Und dann bleibst du so, 1, 2, 3 und springst du, ja? Und das machst du auch um die 10 Mal, ja? Und da kannst du ein bisschen Pause haben, also um die 30 Sekunden jedes Mal, ja? Aber jedes Mal, du musst richtig, richtig springen. Und natürlich, du kannst auch diese Version machen, du kannst einfach eine Medizinball nehmen und sowas machen, ja? 1, 2, 3 und zack, ja? Und das ist auch natürlich besonders wichtig, natürlich, ja, musst du gucken, ob das keiner da ist und dann kein Glas oder Fenster da sind, ja, sonst machst du alles kaputt, aber das ist natürlich eine Stufe weiter, ja, wenn du hier bist mit deinem Medizinball, du musst gleichzeitig einmal sagen, aufspringen und dann dein Ball einfach so wegwerfen, ja, und das ist ein super, super, super Übung, okay, perfekt. Übung Nummer 4 ist das auch sehr interessant und das machst du auch so. Wir starten einmal mit rechts und einmal startest du mit links, ja? Und dann machst du sowas, ja? Du bleibst so, 1, 2, 3 und zack und startest du. Und genauso auch hier gleichzeitig du startest, ja? Du drückst mit deinem Bein und dann wirfst du einfach so dein Bein nach vorne, ja? Okay, Übung Nummer 5. Übung Nummer 5, wir machen einen Step-Up, aber wir Sprung. Ja? Was ist wichtig, ist natürlich, dein Bein unten ist gestreckt und also die Stufe muss ziemlich hoch sein. Also musst du immer diese Position haben, aber auch etwas höher. Ja? Und dann machst du sowas. Und 1, ja? Und 2, und 3. Ja? Das heißt, du musst hochgehen, aber auch springen. Ja? Und diese Übung ist besonders wichtig für deinen Start. Und ich würde empfehlen, machst du 3 Serien von 4, 6 oder 8 Wiederholungen. Aber mehr als 8 würde ich nicht machen, weil was ist wichtig ist, dass die Sprünge richtig kräftig sein müssen. So, Übung Nummer 6. Diese Übung ist natürlich auch sehr wichtig und das ist eine sehr lustige Übung, das macht Spaß. Ja, und wir müssen einfach so von hier bis hier oben springen. Und natürlich
muss einfach so hoch wie möglich springen. Ja, deswegen, also mindestens, ich würde sagen, bis zu, da musst die Höhe bis hier, bis zu deiner Hüfte, aber auch etwas mehr. Das heißt, musst um die von 92 cm, 96, aber 1,2 Meter, 1,4 Meter, ja, 1,8 Meter, wenn du das schaffst, dann bist du richtig schnell. Okay? Und dann machst du sowas. So, 1, 2, los, 3, ja? Richtig. Und dann, das kannst du wirklich so machen. Auch hier machst du die 10 oder 12 Wiederholungen und dann nimmst du ein bisschen Pause. So in die 10, also 15 Sekunden, 20 Sekunden dazwischen musst du immer nehmen. Ja? Jeder Sprung muss wirklich ganz kräftig und effektiv. Perfekt? Okay, das war's für heute und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao! 2, 1.